Das war bei? Ja. Gut, dann sag ihm, dass wir bezahlt haben und dass wir zurück nach Hartbecken. Ja. Desert Charlie Papa, wir haben jetzt mit Aerobs bezahlt und würden nach Arnsberg zurückfliegen. Danke für den Service. Jo, Charlie Papa, dann kannst du wieder zu 1-1 gehen. Das ist Info, die Delta Echo Lima Lima X, südlich Elde, mitten unter der Übung. Lima X, verstanden. Mal gleich mich zurück oder einen anderen Weg? Sierra Echo Kilo Hotel Papa im Gegenanflug bis der 1-1. Ja, die Frage ist, was machen wir, ne? Ich würde gleich einen Weg zurückfliegen, ja, dann hast du das. Dann hast du den auch einmal von der anderen Seite, ne? Weil wenn du in Dreieck fliegst, fliegst du das wahrscheinlich andersrum. Ja, okay. Sierra Echo Kilo Hotel, Papa Eintritt, Queranflug bis 1-1. Delta Lima X, hat die Notlandeübung beendet, ist wieder im Steigflug. Ja, das ist extrem. Okay, weiter geht's. Info Delta Echo Tango Lima Bravo. Delta Echo Tango Lima Bravo, Bielefeld Alarm. Delta Lima Bravo, VFR nach Arnsberg, eine Person, erbitte Abfluginformation. Delta Lima Bravo, Pista 1-1, Kona 1033. Dann mit Klappern haben wir geprüft, Remo. Delta Lima Bravo, Pista 1-1, Kona 1033. Papa Echo im B-Anschluss zu 1-1. Sollen wir noch abwarten? Nein, brauchen wir nicht. Delta Charlie Papa, Rolle auf die 1-1 und starte sofort. Delta Charlie Papa, Bodenwind, variabel, Wind vor Knoten. Na, komm schon rum. Startzeit 01, tschüss und schönen Flug. Danke, schönen Tag noch. Gehe ich direkt aus der Platzrunde raus, ne? Delta Lima Bravo, holt auf Start. Ja, kannst du machen. Was ist der erste Kurs, den du brauchst? Das ist 217. Dann gehe ich wieder auf 1900. Ja. Delta Echo Mike Charlie Papa, eine Cessna 172, zwei Personen auf dem Weg von Bielefeld nach Arnsberg-Menden, gerade gestartet in 2000 Fuß, er will Abfluginformation.
Gut, das wird Papa. Verkehr kann ich Ihnen erzählen, wenn Sie wollen. Squawk 7742 und QNH von Dortmund, nehmen wir 1033. 1033, die 7742 und die Info würde ich gerne nehmen. Danke. War das Ablog-Information? Ja, ich hab's gemeint. Das war etwas dumm. So, jetzt fliegt dein Kurs. Ich habe die Papa identifiziert. 1700 bei mir. Das ist positiv. Das ist positiv, danke. Und der Charlie Papa Verkehr, 12 bis 1 Uhr, 3 Meilen entgegen, keine Höhe, kein Transponder. Ich weiß nicht, ob der echt ist. Gucken Sie mal lieber. Der Charlie Papa ist Ausschau, danke. Also im Prinzip sehen Sie jetzt Lüne, sein Kaffee, ja? Ja, das Kaffee sehe ich, ja. Ja, da muss er hinfliegen, ja? Ja, gleich links davon. Ja, alles klar. Und der Charlie Papa, jetzt ist er links, 11 Uhr, 1 Meile, kommt weiter auf Sie zu. Der Charlie Papa Verkehr in Sicht ist vor uns. Dein erster Ort war dieser Hubschrauberplatz, ne? Da sind wir schon, ne? Ja, der kommt gleich, der muss hier noch hinkommen. Lange Information, Delta Echo Tango Lima Bravo. Weil hier war die Autobahn. Echo Tango Lima Bravo, jawohl. Ja, dann da vorne, das ist Echo Tango Lima Bravo, Cessna 172, VFR von Bielefeld nach Arnsberg mit Rundflug Sauerland, Position Bielefeld, 3300 Fuß. Ja, bitte Verkehrsinfo. Ja, kriegen Sie Delta Lima Bravo, Squawk 7742 bitte, QNH, ja, wir fangen mal mit Paderborn an, 1033. Delta Lima Bravo, 7742 und QNH, 1033. Mach dir hier wieder dein Paderborn, Bravo, Squawk 7742 auch bitte, Düsseldorf, QNH, 1034. Alles was du vorher machen kannst, mach vorher. Delta Lima Bravo, vorher, wo dann schon. Ist der Helikopterlandeplatz? Boah, ich seh nicht, aber ist auch egal. Ich merke das immer an diesem dreiecksförmigen Ort, das kann man sich ganz gut merken. Okay. Delta Lima Bravo identifiziert und 3400. Delta Lima Bravo, positiv. Und Delta Golf Bravo identifiziert und 2500, stimmt das? Das war auch korrekt. Also merkt ihr das optisch ein bisschen mit dem Kraftwerk, oder? Ja. Ja. Die Maschine tendiert im Geradeausflug immer so nach rechts wegen dem Motordrehmoment. Ja. Das ist irgendwie, ich muss immer. Würde sie tacken. Du musst eigentlich noch weiter nach links. Wenn du dir so einen Plan machst, du kannst es ja natürlich auch einfach machen. Ne? Du kannst natürlich sagen, ich fliege gar nicht direkt, sondern ich fliege bis die Autobahn kommt. Die A44. Ne? So, und dann folge ich der Autobahn und dann bin ich wieder in der Anwesen. Ne? Kann ich auch machen, kann der Prüfer auch nichts gegen sagen. Golf Bravo, Traffic am Start. Dein Kurs ist, du musst 200. Okay, in Manchester dann noch Information Zulu Runway 25, QNH von der 1033. 1033, Runway 25. Ist das der Kopf? Ja, dann ist das wahrscheinlich schon, wäre das Loader. 220 ist der Kurs. Ja, ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter nach links. Ja, das kannst du machen. Dann wollen wir jetzt Cox 7742, Münster QNH 1033. Was ja meine Kurslinie ist bei dem Wetter so. Delta Echo Alpha, Tegönia 7742 QNH 1033. Mach mal Vergaser Vorwärme, wenn er so ein bisschen unrund wird, ne? Hier war die Autobahn mit der Straße. Delta Alpha Alpha ist eine Autobahn und Straße war jetzt hier, ne? Ja, ja, okay. Gut. Bahn. Ja. Hast du. Land Information, hallo, Delta Echo Hotel, vom Echo. Frau Delta Echo Hotel Uniform Echo, Sie haben mir noch gefehlt. Hallo. Hallo, eine Cessna 152 VFR, Schulungsflug, eine Person an Bord nach Paderborn, gerade in Essen gestartet, sogar 5 Minuten nördlich von Essen-Mülheim auf 2300 Fuß. Ja, bitte Abflug, bitte Verkehrsinformation, worum? Delta Lima Bravo. Delta Lima Bravo, hört. Ja. Okay. Ja, wollten Sie durch den Luftraum Delta von Münster aus Hamburg fliegen in 5000 oder wollten Sie frei bleiben? Du könntest dich jetzt abmelden. Bravo, Flieger in 5000 Fuß über die Kontrollzone Münster. Delta, Echo Tango Oscar, Mike leaving your frequency for Münster aus Hamburg. Bis später. Wer war das denn? Delta, Echo Tango Oscar, Mike. So, melde ich ab. Ja. So, wer wollte die Frequenz nochmal verlassen, bitte? Delta Echo Tango Oscar Mike, leaving your frequency für Münster aus Malbrück. Hotel Delta Oscar Mike in Münster, Information Alpha Runway 25 QNH von 033, dann bis später.
Information Alpha, Antenne Edge 10333, ein Runway 25, Delta Cortana, das kann Mike. Delta Echo Mike, Charlie Papa, bitte verlassen die Frequenz zur Landung in Arnsberg. Arnsberg, das ist Delta Charlie Papa gewesen, genau. Ja, ich sehe keinen Gegner mehr, Fox VFR, toll, bis nachher. Fox VFR, ciao, ciao, danke. Das geht nicht. So, der Technik vom Echo sehe ich in 2600. Delta Juni vom Echo 2600. So, jetzt nimmt ihr am besten die Autobahn, ja? Mal irgendwann zu versuchen, ja, orientieren. Ja, 44. Das ist die... Mein Kurs wäre ja 218 gewesen, ne? Ja. Also der muss ja mindestens fliegen. Durch das Drehen am Spork verliert man immer den Kurs, ne? Ja, deswegen habe ich noch geguckt, aber es passt 217. So, wo ist die Autobahn da? Das ist die zweite Bahnstrecke und da ist die Autobahn. Ja, okay. So, wenn du dir einfach mal willst, fliegst du jetzt auf die Auffanglinie der Autobahn zu. Ja. Und dann brauchst du der Autobahn, dann kommt da auch Werder Kreuz raus. Ja. Arnsberg Info, die Delta Echo Mike Charlie Papa. Delta Echo Mike Charlie Papa, Arnsberg. Delta Charlie Papa, wir sind zurück von Bielefeld, wir sind gerade Höhe der A44, kurz vorm Kreuz Werl und bitte Landeinformation. Gut, dann zur Piste 05 UNH 1033. I 05 1033, danke. Und eine Maschine in der Schulplatzrunde. Die Delta Yankee Yankee im Querabflug Piste 05. Der Platz ist da, ne? Da? Ja, da ist ja, das Kreuz. Ja, die Yankee dreht Enterflug. Da ist das. Kreuz? 1403. Das ist unsere Kreuz kann ja nur an der linken. Ja, da vorne. Ja. Ja, komm. Ja. Ja. Also Auffanglinien sind immer gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Platzrundenhöhe. Okay. Bahnverkehr in Sicht. Mach schon mal Landelicht an, was einer uns sehen will. Da ist ein kleines Windrad, ne? Da. Dass er einfließt in den Gegenanflug. Ja, ich höre gerade eben ganz kurz die. Warte mal ein bisschen. Da ist doch erst das Kreuz. Jetzt habe ich es. Delta Charlie Papa, Gegenanflug zur 05. Ja, ich würde mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, ich ziehe mich weit raus. Okay. Da ist diese Auffahrt, ne? Da ist diese Auffahrt. Und da ist das kleine Windrad. Ja. Richtig tief. Ja, auf 1800, ja? Ja. Der Yankee baut auf. 1304 Knoten. Wo ist die Charlie Papi? Wir drehen jetzt eine in den Queranflug. So, 05 natürlich. Mach deine Landevorbereitung nicht so spät. Ja. Fang an. Am besten schon im Gegenanflug.
Rad mal ran. So wenig Wind, viel klappen, ja, und denk dran, weil es so kalt ist, ja, riecht das Ding saugut, ne? Ja. Das will gar nicht runter. 400 Fuß sinken, optimal, ja. 1400 Fuß, ist auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen niedrig. Bitte. Kommt nicht runter, weil es so kalt ist. Nicht wie Teufel. Okay. Alles raus mit Gas. Händlerflug, Charlie Papa zur 05. 1404 Knoten. Mitte. Rollen ab. Ich stehe der Echo Romeo auf Kassierer, ist abflugbereit 05 Volt auf. 140. Oh, jetzt, ich sollte in die Bremse gehen. Ich wollte jetzt nicht so hart. Nee, alles gut. Gehen. Alles gut. Keine Punkte für die erste Ausfahrt. Bist du frei? Ja, natürlich, Papa, das ist positiv. Danke. Nach der Landung Landelicht aus. Landeklappen einfahren. Vergaser Vorwärmung auf kalt. Drückt man auf Standby.